sah schön aus, aber man sollte es nicht betreten. Ja. Jetzt haben wir dabei. Das müssen die Kontrollen für die Peripherieverteidigung sein. Okay. Ich habe noch nie zuvor Technologie wie diese hier gesehen. Ja, das ist halt schon was ganz Neues. Ich kann das Verteidigungssystem von hier aus nicht deaktivieren. Warten Sie eine Sekunde, ich glaube, ich kann... Ja, ich kann eine Endlosschleife laufen lassen, eine Simulation der aktuellen Sensoren da. So werden die aktuellen Bewegungen des Schiffes extrapoliert. Die Zielcomputer denken also, dass alle Schiffe normal treiben. Richtig. Wenn die Verstärkung kommt, werden ihre Zielcomputer sie nicht sehen. Das ist gut. Gut mitgedacht, Sir. Monroe an Voyager. Das Verteidigungsgitter ist deaktiviert. Sie sollten also in der Lage sein, die Verstärkungen am Andockbereich zu treffen. Aber sie beeilen sich besser. Wir stoßen hier auf ziemlichen Widerstand. Verstanden. Wir werden sobald wie möglich da sein. Versuchen Sie inzwischen herauszufinden, wo sich der zentrale Hauptschacht der Forge befindet. Unsere Scans zeigen an, dass er zu dem Energiedämpfungsfeldgenerator führt. Verstanden. Monroe Ende. In Ordnung. Verschwinden wir, bevor noch mehr von diesen Dingern hier auftauchen. Wir können die Verstärkung auf einer der unteren Ebenen treffen. Hört sich gut an. Okay, ich habe den Ausgang hier aufgeschlossen. Vorsicht! Diesen Ausgang, ne? Los. Lokalisieren Sie den zentralen Hauptschacht der Forge, treffen Sie sich mit der Verstärkung. Ah. Ist das Spiel jetzt eigentlich zu laut oder nicht? Geht's? Also, Ei, dann kann man mich noch gut verstehen. Vielleicht kannst du ja Lippen ablesen, weil das Spiel so laut ist und ja, nee, ist klar. Schön braten. Ja, einfach Teile von hey, uns hier. Das ist meine nausikanische Ringertrophäe. Na gut, jetzt werde ich es Ihnen zeigen. Beruhigen Sie sich. Die holen Sachen von der Voyager und verbauen die dann hier in dem Raumschiff. Nicht schlecht, ne? Also immer alles sehr gut durchdacht. Sogar seine Trophäe hängt hier rum. Ja, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt durch eins von diesen Feldern, wa? Wenn die ausschalten, müssen wir mal gucken, wo die langfliegen, die Sachen, und dann schalten die kurz aus. Also, jetzt. Nein. Also, jetzt. Ja. Sehr gut. Okay, es hat ein schön heftiges Raumschiff. Gibt's die Harvester oder die Forge eigentlich auch bei Star Trek Online? Gibt's davon eine Episode oder irgendeine Story oder so? Oder diese Gegner generell in Star Trek Online? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube, die haben die nur hier in Elite Force genutzt. Es gibt ja auch keine Serie, keine Serienfolge zu diesem, oder? Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich glaube, diese Käferwesen sind so gar nicht gebraucht worden. Andere Spiele. Uiuiui. Stellen Sie das Feuer ein! Ja, versuche ich ja, aber da sind einige Gegner. So. Wir sind uns auf jeden Fall nach unten am da habe ich mich sogar leicht erschrocken hier. Aber nur leicht. Schönen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Tachyonenwerfer oder so?
bin es. Ich treffe immer aus Versehen meine Mannschaftsmitglieder. Mit diesem Gerät, was an der Seite so abprallt. So mit Querschläger und so. Das gibt es ja heute in Call of Duty gar nicht mehr. Querschläger oder sowas. Ist halt schon cool, dass es das hier gibt. So. Hey, kann das mal jemand überprüfen? Da stecken ein paar von diesen Kreaturen in den Containern. Was geht hier eigentlich vor? Wen kümmert, solange sie nur da drin bleiben. Hallo? Hey, Kröte, aufwachen! Hey, seien Sie vorsichtig! Ah, er schläft fest. Er kann sich glücklich schätzen, dort drin zu sein. Kann man nicht kaputt machen? Ich hätte ja jetzt alle zerstört. Alle miteinander hier. Ist ganz egal, warum wir hier sind. Die sind unserem Harvesten, die sind unserem Ernten, also... Egal, ob es ein Schiff ist mit Kindern oder ein Schiff ist mit Kinderkäfern oder was auch immer, ein Generationenschiff, das drin muss in die Luft. Am Verteidigen. Aber wenn ihr draußen seht, wie viele Raumschiffe da sind, wie viele Gegner oder wie viele andere Raumschiffe die schon getötet haben und aufgefressen haben, die dürfen nicht überleben. Tut mir leid. Ich hoffe, da war der richtige Knopf. Ja, war nicht die Selbstzerstörung. Sehr gut. Mann, da sind noch mehr. Aber Lautstärke ging, danke, ja. Danke, Turbok. Wir hätten es nicht mehr viel länger aushalten können. Haben es die anderen an Bord geschafft? Ja, die Verteidigungssysteme haben nicht gefeuert. Captain Janeway, Chakotay und andere haben mehrere Decks betreten. Gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir den Generator finden und abschalten. Monroe! Er ist tot. Tot? Nein, das kann nicht sein. Er hat uns alle gerettet. Das Wohl von vielen überwiegt die Bedürfnisse des Einzelnen. Mr. Beastman hat das verstanden. Wir werden ihn vermissen. Aber wir müssen mit unserer Operation fortfahren.
Tja. Die Sensorenscans ergeben, dass der Generator auf der untersten Ebene ist. Wir teilen uns in Gruppen auf und versuchen, einen Weg hinunterzufinden, um ihn zu zerstören. Mr. Chell, Miss Murphy, ich werde auf Ihre Talente nicht verzichten können. Ja, Sir. Ja, Sir. Gut. Chang, Juro, Sie kommen mit mir. Wir sollten einen Kommunikationskanal für den Rest der Mission offen halten. Gehen wir. Gut, dann mal wieder schnell aufladen. Denn dann erledigen wir auch alle hier. Wir haben keine Gefangenen. Wir nehmen keine Gefangenen. So, jetzt geht's also endlich weiter. Darunter müssen wir. Ja, sieht so aus. Oh, oh, wenn ich jetzt dann die Glaspartikel, ne, Glasscherben springe, dann war's das. Wohin? Okay. Lokalisieren Sie den Hauptschacht. Ist immer noch die Frage. Wir hängen hier fest. Halten Sie durch, Commander. Wir sind auf dem Weg. Oh mein Gott, was ist das? Oh. Wer sind die? Ich kann sie nicht lesen. Das scheint noch ein Intrigante zu sein. Ich denke, es ist nicht zugewagt zu sagen, dass sie gefährlich sind. Er ist voll von diesen Monstern. Es müssen Tausende in den Wänden sein. Das muss so etwas wie eine Inkubationskammer sein. Das ist eine ganze Armee von den Dingern. Für so etwas wie eine Invasion. Hier gibt es genug, um einen ganzen Planeten zu zerstören. Nur einen Planeten, sondern eine ganze Galaxie. Diese Reaver sind die ultimativen Killermaschinen. Wir haben tausende von euren Jahren damit zugebracht, Spezies von überall aus der Galaxie zu entführen. Unsere Sonden haben Welten gefunden, von deren Existenz eure Föderation nicht einmal träumen würde. Wir haben alle Spezies untersucht, seziert und ihre DNA modifiziert. Wir haben die ultimative Kriegerrasse geschaffen. Ihr und eure gesamte Galaxie werdet dem Vorsort dienen. Wir werden sie aufhalten. Bedauernswerte Kreatur. Für die Wurfsort seid ihr nichts weiter als eine Plage. Eine Belästigung, die man zerquetschen sollte wie... Eine Kakerlake? Was ist geschehen? Wir Betazoiden sind Telepathen. Ich konnte seine Stimme ablocken. Jedenfalls für kurze Zeit. Sind Sie in Ordnung? Ja, ich... Es hat nur viel Kraft gekostet. Es geht mir gleich wieder gut. Tuvok, hier spricht Monroe. Wir haben den Hauptschacht gefunden und hatten gerade so etwas wie Kontakt mit dem Wesen, das die Station anscheinend kontrolliert. Ja, Fenrich, wir haben die gleiche Botschaft erhalten. Wir erholen uns gerade noch davon. Sie erschaffen eine Armee von Drohnen. Sie sind wie die Borg. Korrektur. Die Borg suchen nur nach Perfektion. Diese Vorsut versuchen, alle geringeren Wesen zu vernichten und ganze Galaxien zu dominieren. Sogar noch schlimmer als die Borg. Sir, wir können nicht einfach nur den Generator abschalten. Wir müssen die gesamte Station zerstören. Ich stimme zu, Fenrich. Meine Teams werden damit anfangen, Sprengladungen anzubringen. Bewegen Sie sich mit Ihrer Mannschaft weiter den Schacht hinunter zum Generator. Sie müssen ihn zerstören, bevor wir die Detonationspacks zur Explosion bringen. Die Voyager kann dann die Region vor der Explosion verlassen. Verstanden. Monroe, Ende. Okay, also... Die Vorsort. So heißen sie also. Haben wir wieder was gelernt. Begeben Sie sich durch den zentralen Schacht in den Generator, der das Energiedämpfungsfeld erzeugt, und zerstören Sie ihn. Der Zentralschacht der Forge führt zum Energiedämpfungsfeld. Der Generator veranlasst, die Raumschiffe ihre Antriebe nicht mehr nutzen zu können, um den Friedhof zu verlassen. Der Generator muss zerstört werden. Sorry. Ja. Weil ich jetzt noch nicht verstanden habe,
machen die aus den anderen? Haben Sie mehr Deckung? Menschen, die sie blockierten, oder sind das doch gegen ihre Drohnen, Kinder, was die auch immer sagen? Das ist auf jeden Fall ein ziemlich tiefer Schacht. Wir holen mal die ganze Munition hier mit. Ich glaube, wenn wir hier uns komplett durchkämpfen müssen, dann brauchen wir jeden Schuss, den wir haben, den wir kriegen können. Ist das ein Aufzug? Könnte ein Aufzug sein, aber wir nehmen mal die Tür. Tja, jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Ich glaube, das wissen Sie jetzt schon ein bisschen länger. Geben Sie mir Deckung! Immer laufen die vor mich. Fahren noch eine Runde, ne? Fehlt noch einer? Chakoti am Captain. Wir haben ein paar Ladungen angebracht, aber wir haben Verletzte hier. Wir versuchen zu den Shuttles zu kommen. Verstanden. Wir müssen noch ein paar anbringen. Die auch mal ein paar Bomben anbringen, oder? Oh ja, die Multiplayer-Map kenne ich noch. Wie oft ich hier in der Ecke war. Ich habe mich im Multiplayer geliebt, diese Map. Damals. Als ich noch jung war. Du bist ziemlich lange her. Sir, ich habe die letzten Sprengladungen angebracht. Ah, in Deckung. Wir müssen hier raus. Ich hole eines der Shuttles. Bleiben Sie am Ball, Turok. Passen Sie auf. Also ich kenne die Warsort nicht mehr aus Star Trek. Ich habe die bei Star Trek Online und in der Serie nie gesehen. Die gibt es wirklich nur hier im Spiel, wie es aussieht. Müssen wir mal bei Star Trekpedia nachgucken oder so. Man dachte ja immer schon Spezies 4372 oder so. 4327 oder so. Wäre schon was Besonderes. Ja, aber es ist segmentiert. Da sind überall Löcher. Es muss ein Muster darin zu finden sein. Ein unsichtbares Kraftfeld hier auf dem Boden, sagt die. Oh Gott. Das ist ja wie bei... Dann auch irgendwann mal drin gehabt in Karkstein, eine Instanz, wo man so Sand auf den Boden werfen muss.
Er hätte dann seinen Schutzanzug wechseln müssen. Ja. Den muss ich langsam auch wechseln, mein Schutzanzug. Ja. Stellt mal vor, das geht jetzt aus, das Feld. Boah. Und die... Guck mal, die können fliegen. Boah. Nur wenn man sieht, traut man sich drauf zu gehen, ey. Heftig, das war mal eine Passage, oder? Coole Passage. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ich habe nicht mehr viel Munition, das ist viel schlimmer. Gehen wir hiermit weiter. Captain, wir haben den letzten der Detonationspacks angebracht. Gut, Fenrich. Gehen Sie zu den Shuttles und kehren Sie zu Voyager zurück. Viele haben Bomben gelegt. Das hört sich gut an. Ja, dann können wir jetzt auch langsam raus hier. Habt ihr Star Trek Elite Force schon gespielt? Habt das gut gefunden? Nein! Und der Titel. So interessante Alien-Technologie. Und nächster Bereich. Die Zerstörung. Haben wir es gleich durch? Ist das Spiel gleich geschafft? Könnte sein. Bisschen zu kurz gesprungen. Haha. Okay. Das habe ich ausgelöst. Jetzt sehe ich es. Springen kann ja auch. Sieht so aus, als wären wir beinahe unten. Janeway Tuvok, wir evakuieren. Unsere Detonationspacks platzieren in Abschussbereit. Wir sind selber aufgelegt für den Schuppers. Gut, Tuvok ist auch auf dem Weg zurück. Hört sich sehr gut an. Dann haben wir wohl auch nicht mehr viel vor uns. Geh mal runter. Jeder, der fällt so. Oh! Und es gibt keine Treppe. Frech, frech. Boah, wie hoch ist denn dieser Schacht? Aus. Die müssen die hier unten wachsen lassen. Okay. Sie müssen das Material, das von den Harvestern gesammelt wurde, für den Bau der gesamten Ausrüstung benutzen. Hm? Rein aus Prinzip. Was habt ihr davon, dass er gegen uns kämpft? Ich mag diese Querschlägerwaffe. So. Ja, dann wechseln wir mal wieder auf O-Mod, ne? Der ist auch gar nicht so schlecht. Nächste Etage bitte. Ich
Stirb doch! Stirb doch nicht! Zum Wiederaufladen. Ne? Die haben ganz schön viel Leben gerade verloren. Ich weiß gar nicht, was jetzt das Problem war. Okay, auf geht's zur Etage mit Schmuck und Parfüm. Sehr gut. Etage und trotzdem wieder Leben verloren. Ah, so wenig Schmuck und so wenig Parfüm. Okay, ich würde sagen, dann Gartenmöbel. Nächste Etage, bitte. Ich wusste doch, dass es nicht so leicht werden würde. Ich brauche auch was Leben. Ja, jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Okay. So sieht gut aus. Die ist auch schön, ne? Diese Bogenschweißerwaffe hier. Okay. Nächste Etage, Lebensmittel und Getränke, sehr schön. Monroe und Tuvok, wir haben den Generator gefunden, der die Dämpfungsfelder erzeugt. Ausgezeichnet, Mr. Monroe. Zerstören Sie den Generator und wir werden die Detonationspacks aktivieren. Dann werden wir mit der Evakuierung beginnen. Verstanden. Fähnrich, es ist wichtig, dass Sie erfolgreich sind. Die gesamte Besatzung der Voyager zählt auf Sie. Tuvok, Ende. Danke für Ihr Vertrauen. Wir sind bereit, Alex. Die müssen wir zerstören. Mal kurz mal volle Energie. Sind wir bereit? Terianer können schon mal fliegen. Das ist schon mal schön. Du stehst halt manchmal im jetzt Weg. Jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Immer dieser Spruch, ey. Ja klar wissen die, dass wir hier sind. Los geht's, Fähnrich. Unbedeutende Kreaturen. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Diese Forge ist die erste von Millionen. Wir werden die Saat aussetzen. Sie wird zu einer neuen Forge wachsen und weitere Tausende erschaffen. Ihr habt einfach nur das Unvermeidliche verzögert. Vorsorg wird eure Galaxie erobern und dann unzählige weitere. Jurow! Sie hat die Stimme wieder abgeblockt. Es muss sie überwältigt haben. Alex, hören Sie zu, wir müssen hier raus. Alles hier wird in die Luft gehen. Kommen Sie, gehen wir. Chang,
Nehmen Sie Juro und bringen Sie sie zurück zur Voyager. Moment, was? Alex, wohin gehen Sie? Sie haben die Visionen gesehen. All das wird wieder von vorne beginnen, wenn ich diese Saat nicht aufhalte. Warten Sie, wir sollten... Nein, Sie müssen Juro zurück zur Voyager bringen. Meine Entscheidung steht fest. Gehen Sie. Aber... Okay. Wir wollen die Saat zerstören. Verhindern Sie die Verbreitung der Forge Brood. Yes. Kriegen wir das hin? Ich glaube schon, weil wir haben sie in keiner Serie mehr gesehen und nicht in Star Trek Online. Also, die machen wir platt. Faszinierend. Ganz gut schön zum Endkampf. Blöde Käferviecher, du. Ich guck mal, dass wir nicht so viel Energie verlieren. Also Lebensenergie, man weiß ja nie, ob wir noch was kriegen. Das Waffenenergie-Terminal. Das nenne ich mal Waffenenergie-Terminal. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen mehr als vorher. 999. 999. Angenehm. Ich glaube, so ein Terminal können wir öfter gebrauchen. Ich speichere mal. So. Betrete einen neuen Bereich. Wo geht's jetzt hin? Oh Gott, das dauert, bis wir da oben sind. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall volle Munition. Und das Duell beginnt. Fenrich Monroe? Ich tue so, als wäre ich nicht da. Fenrich Monroe, melden Sie sich. Mr. Monroe, Sie missachten Ihre direkten Befehle. Ich bin so böse. Tuvok will irgendwie da so rauskommen, glaube ich. Verhalten durch. Wir bleiben hartnäckig. Okay. Wir sind beim Boss. Oh, oh. Dummer Mensch. Du kannst nicht hoffen, den Bauchsort aufhalten zu können. Wer... Was sind Sie? Ich bin der Bauchsort. Ich wurde von den Altehrwürdigen erschaffen. Ich soll ihre Programmierung durchführen. Die Saat wird eine neue Forge erschaffen. Wir können niemals aufgehalten werden. Warten Sie, hören Sie mir zu. In Ihrer Vision sah ich, diese Maschine ist tausende von Jahren alt. Wie wollen Sie wissen, dass es Ihre Aufgabe ist, zu erobern? Ihre Erschaffer könnten genauso die Absicht gehabt haben, sie für Forschungen zu benutzen. Sie könnten Forscher gewesen sein, wie wir auch. Unsinn. Unsere Programmierung ist klar. Wir sind zur Perfektion konstruiert. Wir sind zum Sieg erschaffen. Aber über die tausenden von Jahren könnte sich... Ihre ursprüngliche Programmierung verschlechtert haben. Wissen Sie überhaupt noch, wer Sie erschaffen hat? Woher kamen Sie? Wie sahen Sie aus? Die Rasse, die Sie erschaffen hat, könnte sogar ausgestorben sein. Ruhe! Die Saat wird ausgeworfen. Ihr sollt zerstört werden. Thank you.
Soldat. Die nicht zerstört werden. Ich weiß nicht, wie viel sie zerstört wird. Dabei und halt die Saat wohl auch gut aussieht. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Saat aufgehalten. Muss fort zu gefährlich. Kommen Sie mit uns. Nein. Nein, wir bleiben hier. Der muss auch sterben. Die Saat, das darf nicht sein. Unverschämtes Wesen. Koste diesen unbedeutenden Sieg aus, Mensch. Wenn du auf die Saat aufgehalten hast, so werde ich doch zeigen, wie unwichtig du bist. Aha. Jetzt aber. Mein Star Trek Online-T-Shirt an. Ich bin bereit, die Warzone aufzuhalten. Ihr auch? Seid ihr überhaupt noch da? Noch jemand da? Was für ein Wurm. Komm her, du Wurm. Dann wechseln wir mal hier auf den. Was ist jetzt passiert? Analyse, Ihre Leistung war unangemessen. Der hat mich zweimal erwischt, wenn ich hier an diese. Ich bin gegen die Säule hier neben mir gelaufen, seht ihr die? Ach, nee, Mensch. Oh nee. Fähnrich Mangrob. Kann man überspringen, ja, gut, wunderbar. Uiuiuiui. Da müssen wir aber noch mal ein bisschen gezielter spielen, wa? Okay. Wir können skippen, habe ich irgendwie gesehen. Wir haben gerade skippen. Enter skippen. Ah, nee. Nachdem wir gleich so weit sind, werden wir, wenn die Trojaner da waren, werden wir mal mit F5 schnell speichern. Das ist der Wissen. Ich will dann nochmal seine coolen Sprüche hören, was er so erzählt. Ich liebe ja diese Scharfschützengewehre, ne? Ich sehe gleich, wie die immer alle platzen.
Stärker als Endgame, ne? Das war auch immer ein Multiplayer, so. Ein Treffer hiervon muss sie sofort auflösen, die Gegner. Mit der E-Mail reicht das nicht. Jawohl! So ein unbedeutender Rückschlag für den Warrior. Wir sollten umkehren. Wir werden bereit sein für Sie. Komm, das Land ist weggeblieben. Ich bin weggeblieben worden. Gefällt mir das. Impulsantrieb hat volle Energie, Captain. Bleiben Sie dran, Mr. Paris. Die Forge wurde zerstört. Wir haben es geschafft. Was ist mit den anderen Schiffen? Einige haben es herausgeschafft. Captain, ich empfange eine Nachricht von den Ätherianern. Sie danken uns für unsere Hilfe und setzen nun Kurs auf ihre neue Heimat. Captain, ich habe neue Angaben über unsere Position. Wir sind immer noch im Delta-Quadranten, aber wir sind über 200 Lichtjahre näher am Alpha-Quadranten. Also haben wir ein paar Monate eingespart. Nicht schlecht. Bringen Sie uns wieder auf Kurs nach Hause, Mr. Paris. Offenbar hat Ihr Plan funktioniert, Fenrich. Ja, ich gratuliere, Monroe. Das war gute Arbeit. Ihre Leistung war recht zufriedenstellend. Sie scheinen verletzt zu sein. Sie sollten sich auf der Krankenstation melden. Ja, Sir. Sehr gut. 2 Monate Alex? Übersprungen oder so? Tertia, hi. Ein Penny für Ihre Gedanken. Was ist ein Penny? Ich weiß nicht. Es ist nur eine alte Redensart, die ich einmal von Paris gehört habe. Das war eine schöne Andacht. The Beastmen und die anderen.
Ja, für eine Beerdigung. Sie konnten ihnen nicht helfen, das wissen Sie doch. Sie haben ihr Bestes gegeben. Die anderen kannten das Risiko, es waren Profis. Ich weiß, aber als Sie auf dem eterianischen Schiff verschwanden, habe ich mir dasselbe gesagt. Dadurch habe ich mich jedoch auch nicht besser gefühlt. Sie können sie nicht wieder lebendig machen. Sie dürfen nicht in der Vergangenheit leben. Sehen Sie in die Zukunft. Ihre Zukunft wird strahlen. So, wirklich? Vielleicht. Aber sicher, vertrauen Sie mir. Ist das hier eine Privatfeier oder können wir mitmachen? Wie geht es Ihnen, Monroe? So gut wie zu erwarten, nehme ich an. Lieutenant Monroe? Das neue Abzeichen steht Ihnen gut, Lieutenant. Danke, Sir. Wir haben uns am Ende ziemliche Sorgen gemacht. Mr. Monroe hat seine Befehle missachtet und das Fluchtshuttle nicht bestiegen. Es tut mir leid, Sir. Ich hatte noch etwas zu erledigen. Das wissen wir, Lieutenant. Wir alle haben die fremdartigen Visionen gesehen. Sie haben getan, was sie tun mussten. Es war lobenswert. Sie waren bereit, sich für das Ganze zu opfern. Sie und Ihr Team haben wirklich gute Arbeit geleistet. Das Hesser-Team hat sich als wertvoller erwiesen, als wir erwartet hatten. Die Sternflotte könnte ihre Idee vielleicht aufgreifen, wenn wir wieder daheim sind, Tuvok. Ich danke Ihnen, Captain. Doch ich denke, der Erfolg des Teams ist eher Mr. Monroe zuzuschreiben. Es hat einige Zeit gekostet und ein beachtliches Maß an Anstrengung. Aber Sie haben sich als der herausragende Offizier und geborene Anführer erwiesen, für den ich Sie schon immer gehalten habe. Danke, Sir. Ich dachte, Sie würden meine Entscheidung für zu impulsiv halten. Manchmal, Lieutenant, ist Instinkt besser als das, was Logik und die allgemeine Verfahrensweise vorschreiben. Um ein guter Anführer zu sein, muss man beides besitzen. Deshalb habe ich Sie damals gewählt. Ja, Sir, ich verstehe. Nein, Tuvok, höre ich da einen gewissen Stolz? Aber, Captain, es gibt doch sicher keinen Anlass, mich zu beleidigen. Das war es. Star Trek Voyager Elite Force ist durchgespielt von Raven Software und Activision hier. Jetzt sind wir durch. Geschafft. Die Warsock besiegt, die Eterianer kennengelernt. Ja, nachher sieht man die nicht mehr in irgendeinem Spiel. Aber wir werden hier auf dem Kanal auch noch Star Trek Elite Force 2 spielen. Habe ich noch nie gespielt. Soll leider nicht so gut sein. Technisch ist es besser, es ist moderner, es ist bessere Grafik. Und ja, es ist sogar Picard dabei. Picards Originalstimme aus der Serie werden wir hören. Wir werden Elite Force 2 spielen. Und das hat dann aber, glaube ich, nichts mit der Voyager zu tun. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich habe es auch schon auf dem Rechner hier. Wir können es jetzt gleich mal schnell anspielen. Aber vorher gehen wir auf die virtuelle Voyager. Wir gehen die Voyager mal kurz erkunden. Einfach so rein aus ja, Nostalgiegründen. Wir laufen über ein paar Decks. Wir gucken uns mal die Captain Proton Mission an. Ich muss mir meine Brille anziehen. Das ist relativ uncool, weil ich mag keine Brillen. Aber gut, was tut man nicht alles für den Stream? Das zieht man auch mal die Brille an. Und zwar brandneue Mehrspielerkarten sind in der Erweiterung. Versprechen abwechslungsreiche Level mit spannenden Holomatch-Kämpfen. Das werden wir nicht machen. Im Tour-Modus können Sie 10 Voyager-Decks erforschen, inklusive der Quartiere der Besatzung. Ja, also Erweiterung ist drauf. Na dann, durstig, werfen Sie den Replikator an. Sie werden angegriffen, gehen Sie auf roten Alarm. Sie brauchen neue Vorräte. Setzen Sie die Transporter in Gang. Der Tourmodus erweckt die Voyager zum Leben. 7 Holomatch-Karten, 9 Capture the Flag-Karten, 5 neue Spielmodis, 5 von Fans erstellten Karten, neue intensive Kampfspiele, neue Charakter inklusive Captain Janeway als Borg, 21 neue Mehrspielerkarten sozusagen. Tourmodus. Erkunden Sie 10 Decks, verschaffen Sie sich Zugang zu den Replikatoren, starten Sie Shuttles. Lesen Sie die Computerlogbücher der Besatzung. Stürzen Sie sich in extreme Ego-Shoot-Action mit neuen Einzelspielermissionen, wie zum Beispiel
ein intensives Kräftemessen in der Rolle von Captain Proton in den Holodeck-Abenteurern der Fernsehserie. Und brandneue fremde Wesen an Bord der Voyager, 4 Holodeck-Missionen, ein einsatzbereiter Tricorder und das Captain Proton-Gewehr. Neues Borg-Slayer-Spiel und der Holodeck-Schießstand und Garten. Ja, also diese Erweiterung hatte mal richtig Inhalte. Die hatte Solo-Missionen, die hatte Mehrspieler-Maps, die hatte Mehrspieler-Modis, die hatte richtig viel Inhalt, muss man sagen. Das war echt ein super geiles Expansion-Pack. Darum ist das Spiel, glaube ich, auch so erfolgreich gewesen. Ja, und da steht noch Windows 95 und 98 hinten drauf. Faszinierend. Ja, und jetzt spielen wir das hier mit Windows 10. 11 geht bei meinem Rechner schon gar nicht mehr. Ja, ich bin also auch schon veraltet. 2022, 22 Jahre später. Boah. Da bin ich aber überhaupt froh, dass ich so alt geworden bin, doch. Ja, und habt ihr Fragen zu meinem Kanal, zu Star Trek, zu irgendwelchen anderen Sachen, die ich hier so spiele? Wie gesagt, ab nächste Woche spielen wir hier Elite Force 2. Dann irgendwann wieder Star Trek Online. Wir werden aber auch hier in Zukunft weiter Elder Scrolls spielen. Montags, dienstags werden wir spielen, ja, lasst mich überlegen. Dienstags Lost Ark spielen wir zwischendurch noch immer. Ja, dienstags auch. Und auf meinem YouTube-Kanal kommt immer noch Herr der Ringe online. Da bin ich in Gundabad in der aktuellen Erweiterung unterwegs. Auch da gibt es schon neue Updates, neue Gebiete, die wir wieder uns angucken können. Und vielleicht werden wir auch bald Dragonfly spielen hier, World of Warcraft, das nächste Add-on. Also ihr merkt hier, MMORPGs sind in der Regel das, was wir hier auf dem Kanal spielen. Aber ich wollte jetzt einfach mal wieder in Star Trek-Nostalgie verfallen. Ich hatte Picard gerade durchgeguckt, ich hatte Discovery gerade durchgeguckt auf Netflix und so. Und jetzt wollte ich einfach wieder Geschichten von Star Trek. Und ja, gefällt mir gut. Aber ich glaube, wir sollten den Abspann jetzt langsam mal überspringen, oder? Was meint ihr? Seid ihr bereit für die virtuelle Voyager? Für Captain Proton? Fürs Holodeck? Seid ihr überhaupt noch da? Willkommen beim Voyager LK.